Nein. Ja, dann wird es wieder Zeit für Two Port Guys mit der Club Mate Saga. Weißt du was, ich gehe jetzt doch mal wieder auf den hier. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich diesen Screen mehr als den anderen. Ich weiß, wie es euch geht. Dann würde ich mal eben in die Club Mate reingehen. Ich weiß überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ich finde Mate, ich habe eine Weile lang Mate getrunken statt Energy Drinks. Und Mate schmeckt immer wie, als würde man alte, kalte Aschenbecher auslecken. So schmeckt Mate. Man muss sich da wirklich, wirklich dran gewöhnen, ja. Und Leute, die sagen, Mate schmeckt so gut, oh, so ein erlesener Geschmack, die lügen entweder oder die riechen gern ihre eigenen Fürze. Das ist so in der Richtung läuft das. Und ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich hab einfach keine Ahnung. Wir gucken einfach. Die Club Mate Saga, ich hoffe, die ist spannend. Wow. Club Mate. Das ist dein Kumpel im Club, der dir wieder Energie gibt, wenn du müde bist. Was? Das ist dein Clubmate. Was? Clubmate? Der erste Schluck löst kollektiv die gleiche Reaktion aus. Bah! Buh. Ja. Ja, in der Tat. Ziemlich muffig, also. Das schmeckt, wie wenn man Zigaretten im Wasser ausmacht. Ich dachte mir, wie kann man das saufen? Ja, Mann! Wie soll man es sagen? Abgestandener Eistee trifft auf Kräutermischung. Aber naja, trotz allem nimmt man dann doch den zweiten Schluck. Dann läuft die Suppe schon etwas leichter runter. Nicht schlecht. Und dann kann man dem Gesöff plötzlich nicht mehr widerstehen. Nach 2 bis 4 Flaschen ist man süchtiger nach Clubby als Markus nach Fleisch. Keine Sau braucht Gemüse. Und jetzt saufe ich davon einfach 2 am Tag und habe fast Entzugserscheinungen, wenn ich keinen Mate habe. Ja, same story. Wir hatten irgendwann auch den ganzen Kühlschrank voll mit Mate. Und dann mussten wir, ich bin dann irgendwie von Energy Drinks runter mit Mate und dann musste ich erstmal von Mate runter mit Energy Drinks. Ist gut, hat gut funktioniert. Hey, hi. Ich glaube, die haben einen neuen Kunden. Ein wunderbares Gesöff. Schmeckt fantastisch. Der Slogan. Hä, das war doch die Doni. Warte, guck fast mal. Fast Entzugserscheinungen, wenn ich keinen Mate habe. Hey, hi. Ich glaube, die haben einen neuen Kunden. Ein wunderbares Gesöff. Schmeckt fantastisch. Nein, ich will nur baiten. Ich will nur Rage bait. Der Slogan von Club Mate ist auch eiskalt. Man gewöhnt sich dran. Bruh. Mittlerweile hat sich jeder Mensch in Deutschland mit Doc Martens und oder Sambas und oder Fokuhila und oder Fred Again in den Top Artists im letzten Spotify Recap an Materini gewöhnt. Immer mittags anstatt Kaffee trinke ich meistens Mate, ja. Es ist einfach ein geiler Wachmacher. POV. Es ist Klausurphase und du lebst in Berlin. This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. Die Flasche gehört in jedem guten Supermarkt oder Späti zum Standardinventar. Was wiederum heißen würde, dass es sehr bald oder bereits heute schon nicht mehr von Menschen getrunken wird, deren Vorstellung von Charakter darauf basiert, Dinge zu kaufen und zu konsumieren, die andere Menschen noch nicht kennen, um dann in entscheidenden Momenten sagen... Ich habe das schon getrunken, als es noch nicht cool war. Sagen zu können... Oh, Club Mate. Also ich persönlich finde aus Sucha diesen Kombucha-Eistee, den 3 australische Ex-Convicts in einem Ölfass zusammenpisten, viel geiler. Den kriegt man aber leider nur auf Telegram, kaufe ich dort immer zusammen mit meinem 3-A-Telocin-BDSMA. Boy, that escalated quickly. Aber Club Mate ist tatsächlich keine Modeerscheinung, sondern ein Getränk mit einer langen, faszinierenden Geschichte. Steigen wir ein. Okay. Was steckt hinter der Geheimniskrämerei des Limo-Produzenten? Also muss ich sagen, entweder ihr habt da irgendwas reingemischt, was einen süchtig macht, oder es ist einfach irgendwie doch ziemlich gut. Ist das nicht Koffein einfach? Boah, die Kette. Die Kette ist aber Ansage. Bevor wir starten, ein dickes Shoutout an diese beiden sehr empfehlenswerten Videos zu Club Mate und diesen Artikel der Süddeutschen Zeitung. Wir haben euch alle Links in die Beschreibung gepackt. Oh, geil, dieses Video wurde, by the way, nicht von Club Mate gesponsert. Wir wären direkt down, wink wink, aber das ist leider gar nicht möglich. Mehr dazu später. Oh. In Südamerika, tief im Urwald des Paraná-Beckens, wächst ein unscheinbarer Strauch heran. Aber seine schönen, saftig grünen Blätter sind alles andere als gewöhnlich. Es ist ein Mate-Strauch. Schon die Ureinwohner Südamerikas wussten damals, das ist gutes Zeug. Nein, du bekommst nichts. Lange vor der Kolonialisierung durch die Europäer nutzten sie den Mate-Strauch bereits als Heil- und Genusspflanze. Das in den Blättern enthaltene Koffein ballert halt.
Im 16. Jahrhundert siedelten Jesuiten in Südamerika an und sind auch von der Wirkung der Blätter begeistert. Sie bauten die Mate-Pflanze erstmals großflächig an. With that innovation, over the next few centuries, the popularity of Mate skyrocketed, earning it the nickname Green Gold. Das grüne Gold ist in Lateinamerika bis heute wahnsinnig beliebt. Mate-Tee gilt dort in vielen Ländern als Nationalgetränk und wird vor allem gerne und oft in Gesellschaft getrunken. Traditionell wird er so zubereitet. Man schnappt sich einen Becher, auch Kalebasse genannt, und füllt ihn mit Mate-Kraut. Dann wird er kräftig geschüttelt und schräg gehalten, damit die Mate auf der unteren Hälfte der Kalebasse liegt. Lauch, wer es nicht so macht. Im Anschluss gibt man einen Schluck Wasser dazu und schiebt einen Metallstrohhalm, die Bombilla, unter den Tee. Dann kann man immer wieder schluckweise Wasser hinzugeben und sich den Tee gönnen. Prost! Kennt man in Europa kaum, also eine einzigartige Gelegenheit, einzigartig zu sein. Stell dir nur vor, wie anders du wärst als die ganzen Arschlöcher mit ihren Vanille-Matcha-Lattes, wenn du mit einer Kalebasse mit Stüssi-Sticker vom Birkenstockladen in der Schlange warten würdest. Mit Stüssi-Sticker ist aber auch so low irgendwie. Ja, ist auch. Puh. Entschuldigung. Helitastisch. Naja, Boogieboarding. So, Boogieboarding. Boogieboarding. Wie ist Mate jetzt von hier nach hier gekommen? Im 19. Jahrhundert gab es einige Auswanderungswellen von Deutschland nach Brasilien. Viele Deutsche erhofften sich in Südamerika ein besseres Leben. Durch diese Connection fand das Getränk mit der Zeit nach und nach seinen Weg nach Almanien. Schon ab etwa 1906 wird auch hierzulande Mate getrunken. Wer sein Leben zu verlängern strebt, trinkt Yermith, ein neues Nerven- und Muskelstärkendes, durstlöschendes Gesundheit- und Volksgetränke. Yermith, ein Typ für sich. Yermith ist nicht zu verwechseln mit den bisher üblichen Getränken. Jedes Hotel, Restaurant, Café und Konditorei, denen das Wohl der Gäste am Herzen liegt, hält vorrätig Yermith. Mild und herb, absolut zuckerfrei. Prospekte mit Gutachten erster ärztlicher und volkswirtschaftlicher Autoritäten nebst Preisverzeichnis durch Yermith Kompanie. Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 25, Telefon ab 97172. Schön. Yermith. 1910 wird Mate zum Beispiel in der Vierteljahrsschrift für praktische Pharmazie erwähnt. Darin wird eine Mischung aus Mate-Extrakt und Mineralwasser als gut schmeckendes Erfrischungsgetränk beschrieben und im Aussehen und dem Geschmack dem Bier ähnlich. Das für Militärs, Sportsleute, Forschungsreisen, Bier ist so gut für Sportler, Bergsteiger ein bedeutsames Anregungs- und Stärkungsmittel bildet. Wenig später erscheint Sekt Brunte als alkoholfreies Getränk auf dem Markt. Brunte. Es wird von dem Apotheker Hugo Obst in Thüringen hergestellt. Wir sind die Familie Obst, wir geben dir Kraft. Und wenn du richtig durstig bist, dann trinke unseren Sack. Frag nicht. Nein. Ich was für Saft? Einfach Orangensaft. Stell dir vor, du willst nachhaltig produzierte Kalebassen verkaufen, weil du ganz richtig erkannt hast, dass gewisse Menschen sich darum reißen werden. Oho. Den Individualismus feiern. Jeder ist halt irgendwie so ein Individuum und keine Ahnung, was ich sagen soll. Deine Zielgruppe ist Chronically Online. Wie erreichst du sie also? Mit welchem Shop? Natürlich mit Shopify und deinem eigenen Online-Shop. Ganz kurz, warum sollte man hier auch irgendwas anderes erwarten? Denn Shopify unterstützt dich optimal von der Idee bis hin zum fertigen Produkt. Wir selbst nutzen Shopify mit unserer Klamottenmarke Culture Culture schon seit Jahren und sind große Fans. Mit dem praktischen Website-Editor kannst du deinen Shop easy bearbeiten und ganz nach deinen Wünschen gestalten. Das Dashboard ist super übersichtlich und gibt dir jederzeit Insights zum Inventar, zur Bestellung und zu deinen Kunden. So kannst du deinen Verdacht bestätigen. Dein Kundenstamm kommt zu 80% aus Berlin und Hamburg und ja, du bist natürlich instant sold out. Und falls es dann Zeit wird für einen Pop-Up-Store, unterstützt Shopify auch deine In-Person-Verkäufe. Scanne jetzt diesen QR-Code oder besuche shopify.de/ Und ich dachte über den Gronkh-Shop. Der Gronkh-Shop läuft übrigens auch über Spotify. 2BG und teste Shopify kostenlos. Aber bis Mate in Deutschland richtig erfolgreich wird, dauert es noch eine Weile. Die beiden Weltkriege lassen die Produktion immer wieder... Shopify, habe ich Spotify gesagt? Shopify. Ja, der Gronkh-Shop läuft über Spotify. Ihr könnt euch die neuen Sachen einfach anhören, aber die sind ständig ausverkauft. Ich erzähle euch gerne, was da alles rauskommt, aber es ist leider alles ausverkauft. Wir haben so einen Podcast über Spotify, wo ich erzähle, was theoretisch im Shop sein könnte, was man aber niemals kriegen wird. Ins Stocken geraten.
1924 entdeckt der Betreiber einer kleinen Getränkefirma aus Dietenhofen auf einer Ausstellung Sektbrunte. Er erwirbt die Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb des Getränks. Und später wird aus Sektbrunte dann Brunte und dann schließlich 1954 Club Mate. Kurzer Einwurf, falls du also was ganz Besonderes sein willst, wenn du dein Club Mate trinkst, lass andere um dich herum doch einfach mal wissen, dass das Getränk früher mal Sekt Brunte hieß. Das, was ihr hier trinkt, wusstet ihr, dass Club Mate früher... Noch jemand ein Bröntchen? Möchte noch jemand ein kleines Bröntchen haben? Sekt Brunte hieß? Boah, crazy, oder? Oh. 1994 wird das familiengeführte Unternehmen aus Altersgründen an die Brauerei Loscher verkauft. Mhm. Die bayerische Brauerei produzierte von nun an nicht mehr nur ihr eigenes Bier, sondern auch das einzige Erfrischungsgetränk auf Mate-Basis auf dem deutschen Markt. Wow. Doch in Bayern kommt das einzigartige Getränk nicht wirklich gut an. Weird. Weil man davon nicht besoffen wird, sondern wach. Wie genau es Club Mate dann von Bayern in die Großstädte schafft, ist nicht wirklich belegt. Es gibt einige, die für sich den Titel des Mate-Messias beanspruchen. Ein Getränkelieferant soll zum Beispiel regelmäßig Kästen mit Club Mate nach Berlin geliefert haben und so den Hype ausgelöst haben. Mhm. Denn eines ist sicher, dort fand das Getränk seine ersten treuen Fans. Berlin in den 90ern. Das koffeinhaltige, aber alkoholfreie Getränk wird vor allem in der Partyszene, aber auch in anderen Kreisen sehr beliebt. Irgendwo tritt gerade Funk mit seiner Boyband auf. Hacker lieben Club Mate. Der Softdrink wird zum Treibstoff der Szene. Es ist genau das, was man braucht, um die ganze Nacht wach zu bleiben und in die Tasten zu hauen. Wer eine Club Mate bestellt, nennt das jetzt Hackerbrause. Der Hype eskaliert so sehr, dass es zwischenzeitlich sogar zu Lieferengpässen in Berlin kommt. Die Hacker ballern Club Mate weg wie nichts. 2010 werden auf einem Kongress des Chaos Computer Clubs unfassbare 6000 Liter Mate getrunken. Der Softdrink ist für viele eine gute Alternative zu Kaffee oder Energydrinks. Mit einem Koffeingehalt von 100 Milligramm ist eine 500 Milliliter Flasche ungefähr so stark wie ein richtig fetzender Espresso. Wann gönnen die Mate? Gleichzeitig hat das Getränk nur halb so viel Zucker wie eine Cola. Club Mate wird als Muskelwunder, Muntermacher und Sattmacher beworben. Club Mate. So ein geiles Produkt. Wobei beworben nicht wirklich korrekt ist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Man sieht nirgendwo Club Mate-Werbung. Das stimmt. Also wirklich nicht. Das stimmt. Keine nicht überspringbaren Ads auf YouTube, keine riesigen Plakate über Gerüsten, kein tanzendes Club Mate-Maskottchen mit einem schwitzenden, unterbezahlten Dude drin. Das stimmt. Nicht mal gesponserte Fußballtrikots. Die Brauerei meidet jegliches Marketing wie Diamond Sessiu das deutsche Finanzamt. Diamond Sessiu. My Name is Andong hat für sein Video die Firma um ein Interview gebeten und eine Absage erhalten. The company said they really like my channel, but as a general rule, they don't do any type of marketing or publicity whatsoever. Hä? Damit das so ein Insider-Produkt bleibt oder was? Damit das nicht Mainstream wird, weil den ganzen Kunden abspringen? C2DM hat es einfach nicht nötig. Die Firma vertraut darauf, dass das Produkt für sich selbst spricht. Es soll die Konsumenten einfach so überzeugen, es anderen zu empfehlen. Und die Firma ist sich auch durchaus bewusst, dass ein bestimmtes Klientel und soziales Milieu heute zu ihren treuesten Kunden gehören. Und je mehr etwas wie ein Geheimtipp wirkt, desto länger wird es gekauft. Irgendwo im Park liegen, die Ärmel hochkrempeln, sodass man die ganzen vielen kleinen Tattoos auf den Unterarmen sieht, schnelle Brille aufsetzen, Pueblo in den Mundwinkel, das Café am Rande der Welt lesen und dazu Club Mate. Wir haben das Paradies genannt. Mate, dein Lieblingsgetränk ist, möchtest du auf Krampf anders sein. Das Zeug sieht nicht nur aus wie Piss. Es schmeckt einfach wie Zigarettenwasser. 90% der Mate-Trinker kommen safe aus Berlin. Vertrau mir, wenn du das täglich trinkst, dann spült das so die NPC-Vibes aus deinem Körper raus. Nein, tut es nicht. Und ich sehe gerade den Beweis dafür. Und dann wirst du richtig woke, also so wegen dem Koffein und so. Ja, weißt du, seitdem ich hier lebe, ist mir einfach klar geworden, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. So nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch... Okay, ich glaube, das ist ein Skit. Okay. Oder das ist, sie trollt auf jeden Fall. Das ist nicht real. Zur Reinigung des Astralkörpers. So, ja. Mir geht seitdem so viel besser. Kaiser muss das trinken. Reinigung des Astralkörpers? Let's go.
hatte mir immer so einen ungeduschten Studenten vorgestellt, der in die Bibliothek kommt und dann sagt, ah, ich brauche erstmal einen Mate. Aber auch abseits der Hipster- und Studentenszene ist Club Mate natürlich zu Recht unfassbar beliebt. Das schmeckt nicht schlecht. Schmeckt gut. Ich glaube, die haben neuen Kunden. Und diese Liebe geht über die deutschen Grenzen hinaus. Heute gibt es Club Mate in mehr als 60 Ländern. Oh. Und Real Talk, auch wir finden Kluma. Leider geil. Das war's für heute, liebe Gang. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Das Wort der Woche ist Kolonialisierung. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Hä? Bleibt wach und feiert gut. Case closed. Was caught up in a situation, could have gone real bad. Yeah. I did, took a long vacation, no doubt left man in mind. Gone, I left the hood. Haben wir wieder was gelernt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich aus dem Video mitnehmen soll. Irgendwie gefällt es Leuten, aber ich glaube, das Image von Mate ist, glaube ich, ein bisschen furchtbar. Und es schmeckt halt, ehrlich gesagt, ja, wie gesagt, es schmeckt halt wie ein kalter Aschenbecher, als würde man kalte Aschenbecher auslecken. So schmeckt es halt. Aber man gewöhnt sich, nach der ersten Flasche gewöhnt man sich halt schnell dran. Es geht schon. Ich war eine Weile lang haben wir ja Mate gesoffen, wie die Weltmeister, aber inzwischen halt auch gar nicht mehr. Und jetzt momentan bin ich wieder beim Käffchen. Ja, wieder schön beim Käffchen gelandet. So, ja, okay. Das war jetzt interessant. Also, ich habe aus dem Video gelernt, es gibt Mate. Und es hieß früher mal, habe ich vergessen. Ich kann meine Freunde damit nicht beeindrucken. Ich habe mir nicht gemerkt, wie es früher hieß. Die Marken schmecken total verschieden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Erst gewöhnen, dann ist es geil. Sind wir ganz ehrlich, Kaffee an sich, Bronto, ne? Bronte war das, genau. Sekt Bronte. Ja, sind wir ganz ehrlich, Kaffee schmeckt eigentlich so für sich gesehen auch einfach nur bitter und eigentlich nicht geil. Aber wenn man lang genug Kaffee getrunken hat, dann freut man sich immer auf seinen Morgenkaffee. Aber eigentlich ist das nicht so, eigentlich. Und auch da gibt es ja Leute, die dann immer sagen, oh ja, ich habe die Bohnen mit meinen Arschbacken selbst gemahlen am Morgen. Ja, ich habe die Pflanzen habe ich selber in Südhanlage in meinem kleinen Balkon Solarkraftwerk angebaut. Gibt es, glaube ich, überall. Naja, stabile Backen auf jeden Fall. Und 3 Bohnen sind verschwunden seitdem. Ja, na gut, probiert mal die Club Mate Cola, die ist mega. Ich bin da erstmal weg. Ich bleibe momentan bei meinem Morgenkaffee und ich versuche momentan generell von Koffein so ein bisschen wegzukommen. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mehr Koffein saufe, dass danach die Downphase einfach viel größer ist. Und die kann ich nur kompensieren, indem ich noch mehr Koffein saufe. Und das ist einfach nur so ein Teufelskreis und so eine Spirale einfach. Und ich versuche da so ein bisschen rauszukommen. Ja, morgens Kaffee, zwischendurch vielleicht nochmal ein, aber das war's auch. Das war's. So, das war die Club Mate Saga. Sie ist halt da. Ich schicke euch einen Link raus, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Tubot Guys. Diesmal, es war halt ein bisschen informativ. Wieder ein bisschen was gelernt. Ich schicke euch einen Link raus. Bis später. Ciao mit V.